Mein Gott, lange nichts mehr aufgenommen. Moin und willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist wieder mal ein Video, wo wir nur so ein bisschen quatschen. Ich glaube, das war ein bisschen viel in letzter Zeit eigentlich, ne? Obwohl, oh, geht eigentlich. Geht auch demnächst wieder los mit Schrauben, aber hier ist es aktuell vom Wetter her halt echt doof. Wir können mit dem OPC 1 nicht fahren. Dann seht ihr hier noch den Wagen vom Kameramann. Da sind jetzt gerade die falschen Räder drauf. Der kommt auch nicht wirklich weiter aktuell, weil Cabrio im Winter ist halt eben ein bisschen doof, ne? Ja, auch wegen Reifen und so. Ja, genau. Da kommen noch andere Felgen drauf, da braucht der Herr noch Reifen für in passender Größe. Ist schon wieder aus dem Fokus. Was hat die denn jetzt? Ja. Bewege ich mich zu schnell? Ja, ist irgendwie so ein... Pulsiert die ganze Zeit? Nee, aber dann wird irgendwie ein bisschen verschwommen und so. Echt? Ja. Okay. Technische Probleme. Oder hast du jetzt? Ja, jetzt geht's. Okay, dann bleibe ich einfach ein bisschen ruhig sitzen. So, auf jeden Fall, ich habe mir jetzt über die Feiertage und sowas. Na stimmt, erstmal frohes Neues. Ich vergesse sowas ganz gerne. Also ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über die Feiertage, wie es überhaupt weitergeht und sowas. Also ist jetzt nicht irgendwie so, ich krieg's nicht mehr hin und so. Dennoch muss ich halt wirklich irgendwie mal ein bisschen gucken, weil ich mache halt wirklich viel hier und das ist immer wirklich so eine Sache, so ein Video die Woche ist nicht viel und ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, oder Marcel? Kann gut möglich sein. Dass ich das irgendwo schon mal angeschnitten habe. Ein Video die Woche ist, das hört sich nach nicht viel Arbeit an und die Videos schneiden ist mittlerweile auch, geht's zumindest für mich deutlich schneller und das Aufnehmen ist auch eigentlich meistzeitig nicht das Problem. Nur will ich eigentlich weniger Videos aufnehmen, wo ich dann gefühlt nur eine Schraube irgendwo reindrehe oder wieder rausdrehe und nochmal wieder reindrehe, keine Ahnung, irgendwie sowas. Sondern dass da mal ein bisschen mehr Inhalt drin ist, dass man auch ein bisschen vorankommt. Problem ist nur, es ist halt wirklich schwierig als Privatperson so dermaßen lange sowas zu machen. Deswegen merkt ihr das wahrscheinlich auch, dass seitdem der Wagen fertig ist mit dem Umbauen, ich denke man erkennt den, oder? Ne, der ist nicht drauf. Achso, da steht mein Astra H. Das ist der G. Ja gut, den sollte man erkennen. Also seitdem der Wagen fertig ist, ist halt der zwar noch da, aber da ist noch lange nicht so viel passiert wie an einem anderen. Und seitdem sind die Videos nicht mehr so extrem tief drin. Ich weiß, dass viele von euch gerne auch so mehr Motorleistung, neuen Turbo und super Power und sowas. Ihr müsst aber bedenken, das ist immer noch ein Straßenauto und es ist alles öffentlich zu sehen, was ich daran umgebaut habe. Und man hat schon hier und da von Sachen gehört, wo dann über Social Media Autos bewusst rausgepickt worden sind von der Polizei und sowas. Hatte ich jetzt natürlich noch nicht und ich habe jetzt auch noch nicht so wirklich die Riesenreichweite. Dennoch gibt es Sachen, wo ich dann halt wirklich drauf aufpassen muss, dass das auch wirklich alles zu 100% sicher eintragbar ist und nicht irgendwie so eine Schwurbelei dabei ist oder sowas. Sonst kann das halt richtig schief gehen. Ja, deswegen, ich war jetzt erst im Überlegen, ob ich ein Video mache, was 2024 alles passieren soll. Das ist aber wirklich schwierig zu sagen. Weil man weiß halt nie, was in der Zukunft ist. Deswegen habe ich mir gedacht, wir können besser einmal so ein bisschen über die Vergangenheit quatschen und den neuen Zuschauern mal so ein bisschen beibringen, was wir dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, alles so geschafft haben. Ich kann leider nicht mehr nachgucken, falls die Leute das interessiert, wie viele Abos dazugekommen sind. Schätzungsweise, boah, was waren das denn? Anfang 23? 300 oder sowas. Jetzt sind es, ich gucke gerade, 830. Also ist schon wirklich viel dazugekommen und ich habe es auch auf den OPC-Treffen immer gemerkt. Von einem Treffen zum nächsten, dass dann doch viel mehr Leute mich tatsächlich angequatscht haben. Macht das auch wirklich bitte und wenn ihr irgendwas Bestimmtes habt, was ihr sehen wollt, könnt ihr mir das vor Ort sagen, unter das Video schreiben, auf Instagram schreiben oder sowas. Ich sehe das alles, also ich sehe das wirklich alles, auch wenn ich nicht immer sofort reagiere oder antworte oder sowas.
Oder wenn ich antworte und sage, ja, ich mache da mal ein Video drüber, oder ich kann da mal ein Video drüber machen, dass das nicht sofort kommt, sollte jedem bewusst sein, weil ich muss mir auch häufig Gedanken machen darüber, was ich machen möchte und wie ich es mache. Und da scheitert es aktuell so ein bisschen, weil ich mehrere Sachen habe, zum Beispiel die Mittelkonsole von dem Wagen, die liegt seit, ja, seit dem Video eigentlich in der Ecke rum. Also wir haben die Carbonmatte runtergezogen und seitdem liegt die in der Ecke rum, ist noch nicht weiter, was dann passiert. Dann bei dem G, die Bremse ist immer noch nicht wieder ganz zusammengebaut. Ich glaube, man sieht die Bremsleitung da sogar noch liegen, oder? Ja. Ja, wie gesagt, die sind noch nicht zusammengebaut. Aber aufgrund dessen, dass an der Hinterachse so oder so noch was anderes mit passieren soll, dann müsste man, weil eine Schraube davon überdreht ist, die Bremsleitung komplett neu machen. Da brauche ich dann auch wieder ein Spezialwerkzeug für, was ich mir für den Wagen ausgeliehen habe. Aber da, wo ich es ausgeliehen hatte, komme ich jetzt nicht mehr ran, weil ein Kollege den Job gewechselt hat. Also ein Krempel, da kommt immer eins zum anderen. Es sind häufig nur Kleinigkeiten, die können halt sehr stark ausbremsen. Deswegen, ich habe viele Sachen, die ich gerne noch filmen würde, aber die sind aktuell halt nicht so umsetzbar. Deswegen bitte ich euch, das zu verstehen. So, deswegen, ich gehe jetzt einfach mal die Videos so ein bisschen durch, was wir alles so gemacht haben. Das erste Video 2023, da ging es um den Kabelbaum beim Astra G, weil da ein bisschen was schief, also da waren, glaube ich, Kabelbrüche drin und so. Dann sind wir den OPC 1, eine Woche später das Video, sind wir den das erste Mal gefahren. Da ist auch meiner Meinung nach ein ganz netter kurzer Carporn mit drin, war das da? Ja, müsste da gewesen sein. Dann haben wir noch eine Drehmomentstütze verbaut und sind auch gefahren mit dem Wagen. Boah, das ist so lange her. Das ist fast ein Jahr her. Krasse Scheiße. Ja. Dann gab es noch ein Kabel über die, noch ein Kabel über die Videos, noch ein Video über die Kabel beim Astra G, weil die Batteriepolklemmen, die sind auch extrem warm geworden. Daraufhin habe ich die kleine Batterie angebaut, die ist auch immer noch drin. Nur tut euch selber den Gefallen, gerade im Winter, wenn ihr so einen Wagen im Alltag fahrt, macht das so auf gar keinen Fall, weil die Batterie, die ist so oft leer, ne, kannst du glaube ich auch bestätigen, ja, dass wir den Wagen echt andauernd rausschieben müssen oder erst aufladen müssen, dann lassen wir den 20 Minuten laufen oder sowas, dass er nicht immer nur an, rausfahren, wieder aus oder sowas, weil ihr seht halt, die Halle wird nicht nur von mir genutzt. Ne? Deswegen auch Ewigkeiten wie beim Umbau vom Astra H die Bühne besetzen, wäre aktuell, glaube ich, nicht ganz so klug. Da müsste man wirklich, also wenn man den zum Beispiel jetzt macht, ich will da gerne mehr machen, aber dann muss ich am liebsten ein Gestell bauen, dass so ein Auto als Leerkarosserie ohne Achsen beweglich ist. Das wäre ganz gut. Das auf jeden Fall. Ne? Aber trotzdem, sobald man dann so einen Wagen alleine einmal rausgeschoben hat, geht das. Also vorne am Tor ist so eine 5 cm Kante. Wieder reinschieben wäre dann, denke ich mal, ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, so, jetzt habe ich hier die ganze Zeit weiter gescrollt. So, nach dem Stromproblem-Video kam das erste Video über den Astra H im Jahr 2023. Und da waren die klassischen Fehler P 1120 und P1550. Da geht's, ich guck mal im Los Thumbnail, da war glaube ich Gaspedal defekt. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr, was die Fehler so waren. Guckt da, wenn ihr gerade aktuell da im Thema seid, könnt ihr gerne ins Video nochmal reingucken und auch nochmal kommentieren. Dann haben wir das erste Hashtag Nachgefragt-Video aufgenommen. Das war dann die Nummer 3. Ich glaube, wenn jetzt irgendwann noch mal eins kommt, ist es die Nummer 6. Das heißt, wir haben davon gerade mal 3 Stück im Jahr. Wenn man weiß, dass andere alle 2 Wochen freitags eins machen, ist das schon wenig, ne? Ja, gut, aber... Ja, man muss auch auf die Menge der Videos ein bisschen achten, ne? So, dann ging es einmal um die Fahrwerk verbessern. Das war dann noch zwischen. Fahrwerk einstellen von dem Wagen. Da haben wir den Wagen vorn und hinten jeweils 3,5 cm höher gedreht waren es, glaube ich.
Seitdem fährt der Wagen deutlich besser. Meiner Meinung nach hat er hinten aber immer noch zu wenig Federweg, weil die gefühlt sind die Federn zu schlapp für das Gewicht, was der Wagen ab Werk hat. Da könnte man bestimmt mal KW anschreiben, ob das überhaupt die richtigen sind, wobei also eingetragen ist es. Aber da wäre es irgendwie ganz cool, wenn die einen Hauch straffer sind, dass der hinten nicht so tief in den Federn hängt, ne? Weil das ist halt 90% der Feder ist halt im Ruhezustand schon eingedrückt. Das ist halt ein bisschen doof. Deswegen ist der Wagen auch immer noch so hoch, wie er halt war. Obwohl der viel tiefer eingetragen ist. Ne? Also wie diese 3,5 cm Hördrehen, der war hier unten irgendwo war der und das war eingetragen. Ne? Also der war schon sehr, sehr flach. Dann ging es um die Geschichte vom Astra H, was da schon alles mit war. Und da könnt ihr gerne mal reingucken, um da mehr Infos zu haben. Jetzt im November habe ich den Wagen übrigens 10 Jahre. Ich glaube, da ist ein Special fällig, oder? So lange hast du den schon? Ja, den habe ich dann 10 Jahre. Wie schnell die Zeit verfliegt. Ja, ist heftig, ne? November 14 habe ich den gekauft. Das ist schon heftig, ne? Das ist krass. Ja. So, dann gab es nochmal ein Upgrade am Schaltknauf vom lieben Markus. Und das Video ging auch noch um die Sicherung 18. Das ist halt eine blöde Konstellation über Tempomat, Sporttaste und Nebelscheinwerfer, dass die alle auf einer Sicherung hängen. Ist halt ein bisschen unglücklich gewählt, aber wenn halt die drei Sachen nicht funktionieren, guckt einmal, boah, war es jetzt vorne oder hinten? Ne, vorne. Ne, doch, hinten. Hinten links im Seitenteil, im REC oder REC-Modul, kann man nennen, wie man will. Die Sicherung 18 nach, einmal austauschen, das sind die ganz kleinen, nicht die aus den alten Autos, wie bei dem, die man so kennt, sondern die noch kleineren, wie bei Nachrüstradios, wenn die hinten drin sind. Ich meine, was waren das, 10 Ampere oder sowas? Irgendwie sowas. Einmal tauschen, dann funktioniert das wieder. Warum die Sicherung durchbrennt, weiß ich bis heute nicht. Habe ich bei dem Wagen schon zweimal gehabt oder so. Das ist einfach von einem Moment auf den anderen, kann das passieren. Keine Ahnung. So, dann haben wir den Schaltturm von dem Wagen überholt. Und da hat mich auf dem OPC-Treffen jemand angesprochen, persönlich, und hat sich dafür bedankt. Wenn du das Video siehst, bitte, bitte, mache ich gerne. Genau für Leute wie dich sind die Videos, einfach nur zum Helfen. Ja, weil ich mache halt jetzt nicht irgendwie so ein High-End-Zeug mit 1000 PS aus 2 Liter Hubraum oder sowas. Also noch nicht, vielleicht irgendwann mal. Aber erstmal möchte ich euch allen helfen, dass eure Autos funktionieren und hier und da mit Kleinigkeiten besser funktionieren. Dann haben wir für einen Kollegen ein Rennsport-Motorlager, so habe ich es hier im Titel genannt, gebaut. Das war Vollmaterial. Der Kollege ist das auch eine halbe Saison in seinem Factory gefahren und sagte dann irgendwann so, okay, jetzt ist der Motor eh platt, aber das Lager muss auf jeden Fall wieder raus, weil das war wohl zu heftig. Rein vom Schalten her war das wohl eine 1 Plus mit Sternchen. Aber anfahren und kuppeln und so, das war halt einfach wirklich zu viel. Ne? Ich meine, wer jetzt gedacht, komplett starr drin den Motor. Das halt, es geht auch tierisch aus Material. Ich kann das verstehen. Dann gab es schon für den Astra H ein neues Fahrwerk. Boah, ich glaube, da warst du nicht mit bei, ne? Nein. Okay. Ja, KW-V2, genau wie in dem auch drin ist, auch ein V2. Und beim Astra H ist das mit der Hinterachse zum Beispiel nicht so wild wie beim Astra G. Also ich könnte den hinten rein vom Federweg her noch viel tiefer fahren. Allerdings ist der Verstellteller hinten komplett auf Null gedreht. Allerdings ist der Wagen hinten auch sehr viel leichter als Serie. Weil Rücksitzbank fehlt und so. Meine Musikanlage kannst du da nicht mit reinrechnen. Aber ja. So, dann sind wir den Astra G nochmal gefahren. Da gab es dann ein Update zum Fahrwerk und Schaltung, wie sich das so alles verhält. Ich denke, da habe ich Ähnliches gesagt wie jetzt gerade. Wobei der Schalt, also das, ja, das Getriebe von dem Wagen ist irgendwie immer noch so ein Thema. Nimmt einem so ein bisschen den Spaß daran zu fahren, weil es ist so ein bisschen hakelig. Soll aber normal sein. Ich würde aber fast behaupten, mit ein bisschen Know-how und Geschick von Leuten, die sich genau mit dem Getriebe richtig auskennen,
kann man dann noch einiges rausholen, ohne direkt ein Schiff dazu verbauen. Und sonst war, das war ungefähr so die Aussage im Video, glaube ich sogar. Dann haben wir über Eintragungen gesprochen, da sage ich jetzt aber gar nichts zu. Wenn ihr wissen wollt, wie das mit den Eintragungen funktioniert, guckt da gerne rein. Dann haben wir die Axtmanschette beim Astra G getauscht. Und ich glaube, die ist sogar noch heile, obwohl da jemand unter das Video geschrieben hat, ey, das Fett nicht in das Gummi der Manschette reinschmieren, sondern ins Lager. Macht natürlich Sinn. Ich habe es bislang immer noch nicht wieder aufgemacht und das Fett irgendwie rübergeschoben oder sowas. Wenn ich mal ganz viel Langeweile habe, dann könnte man drüber nachdenken, aber so erstmal nicht, weil es funktioniert. Warum man das Fett nicht in die Manschette macht, sollte klar sein, weil das Fett ist halt ja, meistens ein Klumpen und auf einer Seite und wenn man dann schnell fährt, das hat nicht viel Gewicht und ist auch sehr nah am Drehpunkt der Welle, aber trotzdem gibt es dann halt umlaufende Kräfte, also Fliehkräfte, dass die Manschette immer so am Eiern ist und wenn es dann ein bisschen blöd läuft, kann die halt dadurch kaputt gehen. Dann gab es tatsächlich schon die Vorstellung vom Astra F-Projekt. So, da kann ich jetzt einfach ganz kurz zu sagen, das Projekt gibt es natürlich noch. Der Wagen steht immer noch hier an der Halle. Ist ein bisschen eingeschlafen, gebe ich zu. Ich weiß auch noch nicht, wann es damit weitergeht. Ich habe zwar schon mal gesagt, wir machen das über den Winter, weil Winter ist Schrauberzeit, aber aktuell muss erstmal der. Und wenn der Wagen jetzt noch ein Jahr lang draußen steht, ist mir das persönlich relativ egal. Ich denke nur, dass die Substanz von dem Wagen dann irgendwann an einem Punkt ist, dass das fast doch unsinnig wird, gebe ich zu. Aber müsste man einfach mal gucken. Also die typischen Stellen bei Astra F, wie die gammeln, die habe ich mal, die sind schon geschweißt und die habe ich mal verzinnt. Also da ist nahezu nichts an Rost. Dafür an allen anderen Ecken und Kanten und der steht jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren fast ohne bewegt zu werden. Das Einzige, was er noch wirklich hat, ist Luft im Reifen, ansonsten nichts. Ich habe aber auch schon das ein oder andere Teil für den Wagen geholt. Ist halt ein Megaprojekt und das würde auch durchaus extrem lange die Bühne blockieren und wie eben schon gesagt, ist das aktuell nicht so gut. So, dann gab es einmal einen Saisonbeginn Carporn, sag ich jetzt mal. Das war, also das Video hat 8 Minuten 7 und ich glaube 7 Minuten waren Carporn, irgendwie sowas. Ja, dieses ganz lange Ding, ne? Ja, klar. Da habe ich tatsächlich mehrere Wochen, wenn nicht Monate dran geschnitten. Immer mal wieder, ne, also jetzt nicht durchgehend, sondern immer mal wieder. Da waren wir, merkst du es ja selber, wann wir schon Sachen gefilmt haben, die da drin waren. Ne, da war ja irgendwie noch draußen eisig kalt und gefühlt Schnee und das Video lief halt irgendwie so zum März hin, Anfang März, ja. Irgendwie sowas war das. War halt schon saftig. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reingucken, weil vom ja, den Carporn selber finde ich ganz gut, ist natürlich wie alles bei mir von der Bildqualität nicht das Perfekte. Da würde ich es aktuell aber tatsächlich ein bisschen auf die Kamera schieben. Beziehungsweise aufs Objektiv eher, ne? Ja. Also diese leichte Unschärfe, die man immer hat. Das ist, ihr seid wahrscheinlich alle YouTube in 4K gewohnt, von allen möglichen anderen Leuten. Ich filme immer noch in Full HD. Und das könnte es schon sein. Und dass das Objektiv einfach in der Einstellung, wie wir es die ganze Zeit nutzen, um, das, also dass ihr überhaupt was seht, kann es sein, dass es das halt nicht das Schärfste ist, ne? So, ich könnte das Bild jetzt wieder ein bisschen dunkler machen. Dafür wäre es dann schärfer. Da habe ich es dann lieber leicht unscharf, dafür könnt ihr alles sehen, oder? Ja. Macht mehr Sinn. Dann haben wir das Unterdrucksystem von den 2 Liter Turbomotoren mal durchgequatscht, wo was hapert, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Also Unterdruckspeicher, Unterdruckspeicher und den ganzen Kram haben wir mal durchgeguckt, das Video danach, da ging es um Motoröl, wo geht das Motoröl hin, wenn ich es nicht unbedingt verlieren, da geht es dann glaube ich auch noch mal ein bisschen um Turbolader und Kolbenringe und Ventilschaftdichtung und sowas. Ja. Danach haben wir einen kleinen Service gemacht bei dem Astra H, also Ölwechsel, natürlich mit Filter, weil ein Ölwechsel ohne Filter macht meiner Meinung nach
Das ist sowas von sinnlos. Dann Innenraumluftfilter und Motorluftfilter natürlich. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen, die über die Jahre mal angekommen sind oder angesammelt wurden. So, dann war das erste OPC-Treffen in Bochum. So, die Temperaturen, die da waren, hätte ich jetzt gerade gerne, muss ich wirklich sagen. Also hat man deutlich, deutlich bessere Laune gehabt, weil dieses Nasskalt, das ist in letzter Zeit ist das so widerlich. Ich mache auch wirklich nicht viel hier aktuell in der Halle, ich bin viel zu Hause am Machen, weil es hier einfach immer kalt ist, trotz Heizung. Aber das OPC-Treffen war wirklich gut, mit vielen Leuten gequatscht, viele Leute kennengelernt, die mir auch schon gute Stückchen nach vorne geholfen haben. Also ohne jetzt mir irgendwas gegeben zu haben, aber alleine der Herr, was ich schon sagte, mit dem Schallturm, sowas hilft wirklich enorm, dass man dann doch noch weiter durchzieht. Weil, ja, wie gesagt, ein Video die Woche kann durchaus anstrengend werden. So, dann nachgefragt Nummer 4. Da ging es dann um die Stresspause und eure Fragen natürlich. Da hatten wir dann irgendwann mal, also da hatte ich gesagt, dass ich irgendwann im Sommer mal eine Pause mache. Die kam natürlich auch irgendwann. Sehen wir gleich noch natürlich. Dann haben wir über Tuning-Sünden am Astra H gesprochen. Wurde tatsächlich relativ viel geguckt, merke ich gerade. War aber durchaus alles so, wie es die Mehrheit auch sieht. Natürlich muss sowas jeder immer so umbauen, wie er da Bock drauf hat. Und sollte sich auch nicht reinreden lassen. Also wenn ihr Bock auf irgendwas habt, dann macht das einfach und lasst euch da nicht reinquatschen. Ich mache es ja auch. Dann haben wir mal geguckt, den Motor, ich weiß nicht, kannst du da einmal hinschwenken? Da hinten. Da hängt der Motor immer noch. Aus dem Video, wo es dann um den Motor für den Astra F geht. So ganz unverändert. Also nein, also er ist komplett unverändert. Ich habe nur den Zylinderkopf mit 2 Schrauben drauf gemacht, um ein bisschen Platz zu sparen im Regal. Da seht ihr halt, dass der Motor schon mächtig gelitten hat und dass da auf jeden Fall ein Motorenbauer ran muss. Was die Kosten für sowas natürlich auch extrem nach oben treibt, weil theoretisch muss man den Motor komplett von Grund auf neu aufbauen. So, dann haben wir Zusatzanzeigen verbaut, beziehungsweise uns mal auch an dem Motor angeguckt, wo schließt man die überhaupt an. Ne? Und dann gibt es für gewisse Dinge so 2 Punkte, wo man es machen kann. Für die einen macht der eine Punkt mehr Sinn, für die anderen macht der andere Punkt mehr Sinn. Schaut da gerne rein. Meine Meinung dazu habe ich in einem Video gesagt, wo ich was angeschlossen habe. Als nächstes gab es eine Kaufberatung vom OPC1. Da wurden auch noch ganz viel in den Kommentaren drunter geschrieben, was ich vergessen habe. Und dafür seid ihr halt da. Zumindest die Leute, die dann mehr in der Materie drin stecken als ich, weil im OPC1 ist jetzt nicht super Neuland, weil ich halt den ganzen Motor schon zusammengebaut habe vor den Videos. Aber ist halt trotzdem ganz nett, wenn dann immer noch Sachen ergänzt werden. Und dafür bin ich auch immer dankbar. Und ich versuche es immer in den nächsten Videos, also ich nehme immer vor, das in den Videos danach nochmal zu sagen. Vergesst das aber ganz gerne. Dann waren wir im August 23, waren wir auf der für mich besseren Essen Motor Show. Und die ist nicht in Essen, sondern in Hannover. Und zwar die PS Days. Ich für mich finde das da wirklich ziemlich cool, weil man die Autos halt wirklich einfach mal fahren sieht. Und meiner Meinung nach auch noch ein bisschen andere Vielfalt da sieht. Weil ich weiß nicht, wie da ausgewählt wird, welche Autos da reinkommen. Aber da stehen schon, also ein Serienauto steht da nicht. Oder? Also vielleicht irgendwelche Hypercars irgendwo in der Ecke oder so. Ja, aber da ist ja, aber eine ganz Fall andere Auswahl wie auf der Essen Motor Show. Ja, also auf Essen Motor Show. Ich erinnere mich da ganz gerne an 2022, da warst du ja glaube ich auch mit, wo direkt in der ersten Halle
Da bist du reingekommen und gefühlt stand ganz vorne ein grüner Audi TT, komplett original, in dreckig. Ja. So, da habe ich stand da vorne und habe gedacht, so, was soll die Scheiße, warum steht der Wagen hier vorne? So, und ich glaube, es ging um Scheibenfolierung. So, ich will nicht wissen, was sie dafür bezahlt haben, dass der Wagen ohne jeglichen weiteren Stand da einfach nur stand. Oder ob da irgendwas, irgendeine besondere Geschichte hinter war, gehörte der irgendeinem Rennfahrer oder sowas, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, sowas hast du dann bei den PS Days nicht. Aber Essen Motorshow gibt es halt auch echt schon elendig lange, ne? Ich glaube, letztes Jahr war 50-jähriges. Ja, das ist schon übelst lang. Ja, also die gibt es schon lange. Kann natürlich sein, dass die PS Days jetzt einfach, waren ja jetzt erst zweimal, richtig? Ja. So, dass die sich auch noch anders entwickeln. Ich hoffe nicht, aber man wird sehen. So, dann haben wir nach den PS Days mal die Vor- und Nachteile vom OPC 1 so durchgegangen. Und ich glaube, der erste Vorteil war tatsächlich der Spoiler. Der Spoiler ist super. Könnte meiner Meinung nach sogar ruhig nochmal 5 cm höher. So, Nachteil von dem Spoiler ist aber trotzdem immer noch das Sichtfeld, ne? Du bist in der auch ein paar Mal gefahren. Ja, man sieht nichts hinten raus. Ja, und die Außenspiegel hätte ich dann auch bewusst noch kleiner gemacht, als die eh schon sind. Weil dann fährst du einfach blind auf Autobahn oder auf Landstraßen durch die Gegend. Das ist halt, ja. So, aber Vorteil ist halt wirklich nachts, ne? Ja. Wenn du einen Sprinter hinter dir hast, dann siehst du halt gar nichts. Also die Lichter nicht, da ist halt direkt der Spoiler vor. So, aber wenn es halt einen Aerodynamikgrund hat, dass der genau so ist, wie er ist, dann wird es wohin hauen. Wenn er hilft, ich kann es nicht sagen, ich schraube ihn nicht runter, nur um Testfahrten zu machen. Also kriegen wir es auch nicht wirklich. Wobei, das wäre eigentlich ganz lustig, ne? Wenn man, obwohl, ne, dafür ist der noch ein bisschen zu langsam, ne? Ja. Den aus Gag einmal wenigstens von hinten irgendwie umbauen auf ein normales Astra H-Heck. Das wirst du so, glaube ich, nicht merken. Ja, keine Ahnung. So, wir haben jetzt gerade, ich glaube, es waren tatsächlich nur 3-4 Minuten oder sowas, haben wir gequatscht, ohne festzustellen, dass die Kamera einfach aufgehört hat zu filmen. Deswegen steige ich jetzt einfach in das ein, wo ich meine, dass wir aufgehört haben. Und da geht es darum, wie bekommt man ein Auto schneller. Und da ging es nicht darum, dass man irgendwie ein High-End-Fahrwerk einbaut und irgendwelche High-End-Reifen oder was auch immer. Sondern da ging es nur darum, wenn man an den Achsen Vorspur, Sturz und sowas verstellt, was verändert das und warum wird es dann schneller oder langsamer. Also theoretisch ein Auto für Kurven oder auch fürs Geradeausfahren schneller machen, ohne theoretischen Cent auszugeben. Meiner Meinung nach ein recht interessantes Thema und ich sehe gerade, das wurde relativ viel geguckt. Also auch für euch durchaus interessant. Vielleicht gehen wir häufiger mal in so eine Richtung. Müssen wir mal gucken. So, dann sind wir mit den Semi-Sticks im Regen gefahren. Und da gab es letztendlich das Fazit, fahrt ihr so ein Auto im Alltag, lasst es sein mit den Semis, das ist wirklich ätzend. Wir sind den Wagen einmal 800 Kilometer durch Regen gefahren an einem Tag. Theoretisch hätten wir auch mit dem Boot fahren können. Das wäre besser geradeaus gefahren. Das war eine Katastrophe. Das war wirklich heftig. Wenn man auf der Autobahn, wo man sonst mit jedem normalen Auto die ganze Zeit 140, 150, 160, meinetwegen auch 200 fährt, trotz Nässe, sind wir teilweise nur 90 gefahren, weil das Ding nur nach links und rechts weggeschwommen ist. Aquaplaning. Das war wirklich nicht schön. Also ich denke, dass auch der Sturz vorne und hinten noch deutlich dazu beigetragen hat. Aber nur dafür den Sturz wieder wegmachen wollte ich halt auch nicht. Aber naja. Letztendlich guckt da am besten einmal rein, dann seht ihr das. Und Nasshaftung ist halt wirklich katastrophal. Kann auch sein, dass das mit anderen Semis wieder einen Tacken besser ist. Kann ich so nichts zu sagen. Dann war tatsächlich, das war die Zeit der Videopause. Und ich glaube, die ging 5 Wochen. Oder? Ich glaube, 5 Wochen nichts. 4-5 Wochen irgendwie so. Irgendwie sowas. Also hier steht dann vor 5 Monaten und vor 3 Monaten hochgeladen. Ich könnte jetzt da nachgucken, aber verspringe ich wieder in der Liste. Ja, dann habt ihr einmal die umgebaute Halle gesehen. Ich bin auch immer noch sehr zufrieden mit der Konstellation, wie es jetzt ist. Ein bisschen eingearbeitet haben wir uns schon, also hier und da doch noch mal ein bisschen was umgeräumt.
Ja, Fazit zu Bohnen. Ja, nimm keine Kellerbohnenfarbe für sowas. Weil der Boden, der löst sich hier und da tatsächlich schon wieder. Obwohl wir diesmal deutlich mehr vorgearbeitet haben mit Ölflecken entfernen und sowas, ne? Ja. Die Farbe ist dafür einfach nicht geeignet. Nee, ein paar Mal, also geradeaus drüber fahren geht noch, dann wird das halt super dreckig. Sobald ihr einmal auf einer Stelle lenkt und da war irgendwann mal ein Ölfleck, den ihr sogar mit Ölfleckenentferner weggemacht habt und sowas, ihr zieht den Boden einfach runter und stellenweise konnten wir schon gefühlt so einen halben Quadratmeter in eins runterziehen. Das ist halt wie so eine Gummi-Latex-Schicht dann, was man dann in der Hand hat. Nur halt super dünn. Ja, und Feuchtigkeit. Feuchtigkeit ist ein Riesenproblem seitdem hier in der Halle. Der Schraubstock gammelt, glaube ich, immer noch vor sich hin, wo wir jahrelang kein Problem mit hatten. Also ich bin seit 2016 hier drin und seitdem der Boden so gestrichen ist, und also seitdem so umgebaut ist, ist der Schraubstock massiv am Rosten, was der vorher nie getan hat. Und der war vorher auch ein paar Mal frei von jeglicher Schmiere. Ja? Weißt du selber, Marcel, wo du dran das genau liegt, kann ich nicht sagen. Aber ich denke mal einfach nur, weil der Boden jetzt halt versiegelt ist und Wasser nicht abläuft. Kann man da, glaube ich, sehen. Die Pfütze ist, glaube ich, 3 Tage alt. Und das geht halt einfach nicht weg. Deswegen ist das halt auch immer so eine Sache aktuell mit dem Regen und sowas. Also ihr seht, der Wagen ist nass. Ist nicht so schön. Erstmal fürs Auto und aktuell halt auch richtig kacke für die Halle. Ist halt super nervig, weil die Feuchtigkeit geht hier nicht weg. Früher ist sowas einfach einen Tag später weg gewesen, durch den Boden weggesackt. Aktuell nicht. So, dann nach dem Video kam aber schon das zweite OPC-Treffen. Die waren relativ dicht beieinander, ne? Einmal im August, glaube ich. Und dann im September, September. Ne, war das nicht Juli und da waren, glaube ich, nur 3 Monate zwischen oder sowas. Ja, so Juli. Ja, irgendwie sowas. Da kann ich natürlich nur das Gleiche sagen wie zum ersten auch. Und in dem Video seht ihr anfangs oder am Ende? Ich glaube anfangs, dass wir die oder dass ich die Frontschürze repariert habe. Ne, doch wir. Du hast ja. Ich war mit dabei. Ja, ja, aber du hast ja auch einmal ein bisschen zu weit. Ja, ja. Die ist aktuell unverändert, obwohl ich die eigentlich über den Winter lackieren lassen möchte. Könnte ja immer noch passieren. Ist ja noch ein bisschen Zeit hin bis März. 3 Monate so. Dann darf ich theoretisch schon wieder fahren. Wenn es sich ein bisschen rauszögert, wäre glaube ich gar nicht so wild. Dann gab es schon ein Stabi für die Hinterachse. Und da hatte ich auf dem OPC-Treffen, hatte ich ja zu Leuten schon gesagt, so, ich glaube, ein oder zwei Leute haben mich gefragt, so, ja, was kommt am nächsten Samstag? Und da hatte ich aus Gag gesagt, leg dich hinten drunter, dann siehst du es schon. Also ein bisschen angeteasert bei. Ja, genau. Ja, Stabi für Hinterachse, das würde ich sagen, macht das eigentlich immer. Egal ob G oder H, egal ob tiefer gelegt oder nicht. Den Stabi empfehle ich jedem, das ist wirklich geil. Weil das, die Autos, die fahren so viel schöner durch Kurven, sehr viel sicherer. Dass das nicht am Berg drin war, keine Ahnung. Dann haben wir den Innenraum leer geräumt und einiges an Gewicht, glaube ich, rausgeschmissen. Ja, das war in dem Video schon. 118 Kilo waren es, ne? Ich meine wohl. Ja. Auf jeden Fall Stellenbereich. Ja, ja, genau. Irgendwie knapp 120 Kilo waren es. Das schon. Das merkt man deutlich, muss ich wirklich sagen, das hat man extrem gemerkt, auch in der Lautstärke. Normal unterhalten bei jeder Geschwindigkeit über 100 ist halt richtig ekelhaft. Und wenn man auch mal anfängt, Sand in Radläufen zu hören, den man auf der Straße nicht mal sieht, ist schon ein bisschen heftig. Und da ist halt Seitenverkleidung immer noch drin. Deswegen, ich will nicht wissen, wie das in so einem richtigen Rennwagen dann abgeht. Das muss ja wirklich die Hölle sein an Lautstärke. So, Hashtag nachgefragt Nummer 5 kam danach. Da gehe ich jetzt einfach nicht drauf ein, weil es halt Frage-Antwort-Video. dann haben wir eine neue Benzinpumpe eingebaut. Danach gab es eine Zusatzanzeige, eine Breitband-Lambda-Sonde. Da gibt es auch durchaus Probleme mit, weil die funktionierte ja nicht richtig in dem Video, beziehungsweise sie funktioniert bis heute nicht. Weil die Anzeige selber, oben das, was man sieht, ist defekt von vornherein.
Problem ist nur, dieses einfache Zurücksenden, was es über viele Seiten halt gibt, wie Amazon, Ebay und sowas, dass man das einfach wieder einpackt und irgendwo ein Knöpfchen drückt und zurückschickt, da hat man ja immer nur gewisse Zeit für Zeit. Und da die Anzeige tatsächlich aus, was stand jetzt dran, Florida oder Kalifornien? Ich glaube, ich hatte sie noch gezeigt, ne? Ja. Irgendwie sowas. Irgendwie also die kam selber aus den Staaten, hatte aber dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das Schiff oder das Flugzeug sich ein paar Mal vertan hat in die Richtung. Elendig lange Wartezeit, also da habe ich wirklich lange drauf gewartet, über 2 Monate. Ja. Zurückschicken geht nicht mehr mal eben so einfach. Ich muss da wirklich einfach mal hinterherhaken. Die liegt die ganze Zeit einfach im Auto und macht nichts. Die ist nicht mal mehr angeschlossen. Sonde ist drin. Alles ist angeklemmt, bis auf halt die Anzeige, die ist ausgebaut. So. Dann haben wir den Auspuff gerichtet und das Fahrwerk beim Astra H nachjustiert. Da ging es, glaube ich, nur darum, dass der Wagen vorne einen Hauch zu tief war und hinten viel zu hoch. Ne? Das hatten wir, glaube ich, gemacht. So, dann hat der OPC 1 gestottert und das tut er immer noch. Leider. Ja, das Video ist vor 2 Monaten online gegangen und ich habe noch nichts weiter gemacht. Müsste ich wirklich ran. Also gibt viele, viele, viele Baustellen hier. Und irgendwann muss ich halt auch mal irgendwas zum Abschluss bringen. Ne? Das wäre auch wirklich mal ganz gut. Ja. Ja. So. Dann haben wir über das Astra H Fahrwerk gesprochen, wie sich es überhaupt so fährt. Und kurz über das neue Format. Und das Video danach, da war ich mir wirklich unsicher. Da steht im Titel, wie soll es weitergehen? Im Thumbnail Sponsoren, Werbung. Ja, heikles Thema. Ich kann auch verstehen, wenn Leute wirklich sagen, so, ey, werbefreie Kanäle gucke ich am liebsten. Gucke ich selber auch. Gibt es halt wirklich wenige von, die dann trotzdem groß sind. Ne, also, so, ich würde mich freuen, wenn auf Dauer der ein oder andere Sponsor dazukommt. Außer Markus mit dem Schaltknopf, wenn man das als Sponsor sehen kann, weil der Schaltknopf kam, ich habe ein Video drüber gemacht. Das war's, theoretisch. Also sind keine Gelder geflossen oder sonst was. Auf jeden Fall würde es, also es gibt Dinge, die würde ich gerne zeigen. Die sind aber teils so teuer, dass das ohne Unterstützung von Externen nahezu nicht machbar ist, das mal eben so als Privatmann umzusetzen. Ich denke, das sollte jeder verstehen, warum ich dann doch eher bei dem Content bleibe, den ich so oder so aktuell mache. Ich würde gerne mehr zeigen und auch andere Dinge zeigen, aber geht halt nicht so einfach. So, und dann kam als nächstes Video schon das neue Format. Da ging es um das Astra H Track Tool von Sascha. Und Sascha, wenn du es siehst, du hast mir jetzt gerade eben geschrieben. das Video kam auch gut an. Mit Sascha zusammen werden auch im Sommer zu 100% noch mehrere Videos kommen. Was genau, ich hoffe, der eine oder andere kann sich's denken, weil der Wagen ist nicht angemeldet. Und ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Dann habe ich einmal fast den Stabi verloren. Da hatte sich eine Schraube verabschiedet bzw. gelockert. Und dann wollte ich die wieder anziehen. Da ist eine M8-Schraube durch Anziehen so einfach so aus dem Handgelenk mal eben gedreht. Die ist einfach abgerissen. Da haben wir ein bisschen was umgebaut dann. Und ich hoffe jetzt einfach, dass das hält. Danach viel fahren konnte ich nicht mehr, bzw. gar nicht, glaube ich sogar. Ich glaube, wir sind gar nicht gefahren danach, ne? Nein. Nur noch einmal dahingestellt, ne? Ja. So, dann waren wir auf der ersten Motorshow. So, und da habe ich dann auch tatsächlich die Videos auf Sonntag umgestellt. Das erste Motorshow-Video war das erste, was sonntags kam. Genau, war die Umstellung. Genau, da könnt ihr gerne reingucken. So, jetzt haben wir nur noch 3 Videos, dann ist auch dieses sehr trockene Video von euch vorbei. Ich wollte das trotzdem gerne einmal durchgehen. Mittelkonsole. Hatte ich ja vorhin schon einmal gesagt, ne, dass wir, die liegt halt einfach noch rum, ohne Carbon drauf. Das haben wir wieder runtergezogen.
wollte halt einfach nicht hart werden, zumindest nicht so hart, dass man weiter hätte arbeiten können. Wird aber irgendwann, wird das Ding bestimmt noch fertig gemacht und dann kommt es auch da rein. Spätestens zum Sommer hin soll das auf jeden Fall fertig sein, gerade OPC-Treffen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann das Auftaktstreffen ist. Wenn ich dran denke, blende ich es ein, wenn nicht, dann nicht, dann weiß man es vielleicht auch noch nicht. So, dann haben wir, ja, vorletzte Woche, haben wir auf Stahlflex-Bremsleitung umgebaut. Da liegen sie noch, da sind sie noch nicht ganz verbaut, so viel dazu. Und als Jahresabschluss an Silvester gab es so, einfach alle Carports hintereinander weggeschnitten. Ist jetzt nichts super Dolles, aber ich habe mir gedacht, okay, kannst du theoretisch einfach mal so nebenbei laufen lassen. Mache ich auch ganz gerne mal, wenn ich zu Hause ein bisschen was am Basteln bin, dann lasse ich auch Videos nebenbei laufen. Und wenn dann spannende Stellen kommen, dann guckst du das halt eben und dann machst du den Rest wieder weiter. So gucke ich ganz wirklich viele Videos aktuell. Ja, und sonst würde ich sagen, hoffe ich, dass ihr gut ins Jahr reingekommen seid und einfach bis nächsten Sonntag. Und ich denke, irgendwas werden wir wohl finden. Irgendwas Sinnvolles, ne? Ja. Was wir dann gefilmt haben. Und ansonsten bis nächsten Sonntag.